2-0 gegen Bayern. Leider haben wir die kleine Chance nicht können packen, um am grossen FC Bayern ein Beistellen. Aber eins können wir an dieser Stelle schon sagen, ein gutes Fazit für den Abend gibt es. All die mitgereisten FCZ-Fans, die sind wirklich Champions League-reif. Der Tag hat heute Morgen angefangen für den FCZ, genauer gesagt für den FCZ-Präsident. Weil er hat sich nämlich um den Mittag herum zum obligaten Essen getroffen mit dem Uli Hoeneß. Also zunächst mal verbindet mich eine ganze Menge mit der Schweiz, weil ich ja seit 1979 schon eine Wohnung in der Lenzer Heide habe. Also damit über 30 Jahre bin ich sehr Schweiz-minded, habe sehr viele Freunde natürlich, auch in Zürich sehr viele Freunde. Und deswegen gehe ich fast jedes Jahr einmal zu einem Konzert, wenn die früher ja an der Stadtmauer und jetzt oben am Dolder, wenn die Alten spielen, Chicago oder Simply Red, oder das ist für mich eine einmalige Atmosphäre. Und auch sonst Günter Netzer lebt da und ich habe auch sonst viele Freunde und ich bin regelmäßig in Zürich. Mich mit München verbindet mich nur eins, das ist Bayern München. Es ist tatsächlich so, ich verfolge Bayern München natürlich seit bald 50 Jahren. Ich kann mich noch erinnern, wo Bayern München in der Regionalliga war, oder, wo sie aufgestiegen sind 1965. Damals mit den Müller, Brenninger, Ohlhauser, Nafziger, Beckenbauer, Meier, wo damals spielte, eine ganz blutjunge Mannschaft, im Schnitt so 19-20, und die sind nachher wie Raget in die erste Bundesliga, sind im ersten Jahr Cup-Sieger geworden, nachher im Europa-Cup, Pokalsieger, Europa-Cup gewonnen, und von dort her ist natürlich für mich, seit ich kann denken, ist Bayern München die Mannschaft für mich in der Bundesliga. Ja, ich meine, normalerweise, wenn man den Etat bei uns anschaut, den Personaletat, und den mit dem vom FC Zürich vergleicht, dann müssten wir eigentlich von der Spielerqualität her, vom Kader, einfach die bessere Mannschaft haben. Und davon gehe ich mal aus. Ich denke, wir haben einen kleinen Vorteil. Wir kennen Bayern München, wir kennen die Spieler von Bayern München. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Spieler von Bayern München auch unsere Spieler so gut kennen. Vielleicht ist das ein kleiner Vorteil. Es ist schwierig heute. Ich meine, du musst heute die Torchance zählen. Kann man sagen, es ist 0. Und am Schluss haben wir noch ein bisschen Glück mit dem 2-0 heimgegangen, weil es hätte schlimmer sein können. Mir würde ich nicht unbedingt sagen, sondern ich würde erst das Wort ängstlich brauchen. Weil wir haben, in der Defensive haben wir zwar wenig zugelassen, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber wenn wir nachher den Ball hatten, haben wir, ja, eben, wie ich gesagt habe, zu ängstlich agiert. Wir haben, uns zu wenig zutraut, zu wenig Anspielstationen kreiert und so mit dem Ball immer wieder grad sofort verloren und so haben wir gar nicht gefährlich vor das gegnerische Goal kommen können. Es war eine starke Mannschaft gewesen. Wir waren vielleicht ein bisschen nervös gewesen, ein bisschen zu grosser Respekt. Ich meine, das ist Bayern und 2-0 gegen Bayern zu holen ist ein gutes Resultat. Ich sehe das jetzt nicht gerade als ein super Resultat. Wir hätten auch ein bisschen das 0-0 oder das 1-0 holen. Aber eben, man muss das positiv anschauen. And we know that to play here in this stadium against this team is a very hard game and it's another level. We try to do our best, the defenders, the middle, the strikers, but it's always complicated against a team like Bayern. So we do our best and of course they have chances and we try to keep the most time possible the 1-0.
but they score and was not. I think in general we make our best and cannot do more. Nächsten Dienstag geht es weiter. Dann heisst es wieder Champions League Qualifikation für den FC Zürich, dann aber im Heimstadion im letzten Grund. Dann zeigen wir den Bayern mal, was wirklich stimmig ist. Denn dann ist der letzte Grund ebenfalls wie heute die Allianz Arena ausverkauft. Tschüss.